Am Freitagmorgen kam es auf der B54 in Burbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro. Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 8 Uhr auf der B54 vom Zollhaus kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf die beiden Fahrstreifen des Gegenverkehrs, als er nach eigenen Angaben versuchte, mit seinem Handy zu telefonieren und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden PKW eines 49-Jährigen. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 49-Jährige leicht. Die B54 musste im Bereich der Unfallstelle für gut anderthalb Stunden gesperrt werden.